Wir bauen das Krankenhaus für die Bevölkerung hier in Böblingen und Sindelfingen und es wird natürlich als optimaler Arbeitsplatz auch für die Ärzte und Pfleger gebaut. In dem Kontext versuchen wir, eine Klinik der kurzen Wege, sowohl im städtebaulichen Sinne, als auch was die inneren Abläufe angeht, zu entwickeln, um am Ende ein gutes Ergebnis anbieten zu können. Die Bürger werden sehr eng eingebunden und zwar am Anfang durch Dialoge. Und ich kann sagen, dass sehr viel Zuspruch kommt aus der Bevölkerung, auch von den Anwohnern, weil man die Vorzüge des Flugfeldklinikums erkannt hat. Wir haben ein ausgezeichnetes Projektmanagement, wir haben auch ein sehr erfahrenes Projektteam. Wir haben Architekten, die sich sehr dafür interessieren, was die Nutzer sich wünschen. Wir freuen uns drauf. Wir brauchen die Beteiligung der Nutzer zur Überprüfung unserer Arbeit. Und da haben wir in über 70 Gesprächen mit den einzelnen Nutzergruppen die Ergebnisse durchgesprochen, um einen größtmöglichen Konsens zu erzielen. Und somit haben wir natürlich eine enorme Bündelung von hoher medizinischer und pflegerischer Expertise mit allem, was dazugehört. Moderne Medizintechnik, viel Licht, moderne Architektur und auch eine Hightech-Versorgung. Die größte Herausforderung bei diesem Projekt ist, alle Beteiligten stets auf Augenhöhe mitzunehmen und immer zwei Schritte vorauszudenken. Mit dem Flugfeldklinikum werden wir für die Zukunft optimal aufgestellt sein. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir im Jahr 2024 uns alle riesig freuen, wenn das Flugfeldklinikum an den Start geht.